Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 366 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Wir sind hier in der Bäckerei zuletzt jetzt gewesen und haben hier unten den Discounter angeschlossen. Die Gastwirtschaft müsste angeschlossen sein und wir haben dann den Marktplatz, die zweite Gastwirtschaft und den Markt, das noch angeschlossen werden müsste. Was machen ist natürlich eine andere Sache, aber wir gucken dann mal, wie das geht. Ich sag mal erstmal, wir gucken das Intro und danach schauen wir weiter. Alles klar, bis gleich. So, dann gehen wir mal hier nochmal rein in die Bäckerei und gehen, aber der Gastwirtschaft, ist da was schief gelaufen, dass das nicht klappt? Machen wir die Pause raus. Weil da steht jetzt nicht, dass das, ja, kann natürlich auch sein, weil noch nicht geliefert worden ist. Erst wenn die erste Lieferung vielleicht da ist, ne, läuft's. Drücken wir mal nicht die Falltasten, ne, sonst funktioniert das alle wieder nicht. Also wir haben ja definitiv bis dahin und wir haben von da den Container gesetzt. Eigentlich muss das funktionieren, aber das ist jetzt... Ja, müssen wir mal schauen, was wir da machen. Gehen wir mal nochmal auf die Gastwirtschaft. Gehen wir auf die Bäckerei. Ich hoffe, das ist die richtige. Nee, ist sie nicht. Wir brauchen die andere Bäckerei. Genau, die brauchen wir. Gut, dann schauen wir jetzt mal nach einem weiteren Abnehmer. Das ist der Marktplatz. Der Marktplatz ist in Adenau. So, Marktplatz in Adenau kriegt Backwaren von uns. Das war hier der hier, ne? Wir haben da schon eine Bäckerei angeschlossen, die in Adenau auch ist. Das ist die Großbäckerei, okay. Das würde ja eigentlich bedeuten, wie kriegen wir die Waren nach Adenau? Es muss ja eigentlich hier schon mal ein Schiff hinfahren, das Schiff, ein Zug, der bringt Paletten von da unten. Wenn der von da unten Paletten da hochbringt, ne? Aber der fährt wahrscheinlich nur bis hierhin. Ja, der fährt wahrscheinlich jetzt da rein. Der fährt nur zur Mühle. Aber die Mühle wird ja auch beliefert. Aber die wird mit Getreide oder hier Weizen und Gerste beliefert. Kein Stück gut. Also das Mitnutzen ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube. Lass mal Karte aufmachen. Die Bäckerei ist jetzt hier. Was wird denn darüber geliefert? Wie? Die Schiffe? Ist schon ein bisschen schwierig, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Das ist quer über die Karte, das ist ja auch schon wieder der Punkt, ne? Warte, es wird nach da geliefert. Und von hier aus fahren auch Güterzüge, so wie dieser hier, der hat ja auch Paletten, hat er auch dabei. Und der fährt wohin? Freien Wegpunkt, Döbeln Südostwald und Döbeln Waldweg Hafen. Fährt bis nach da. Oh, wo ist es jetzt? Ja, das klappt immer gut, das Verschieben, ne? Und hier kommen ja auch andere vorbei, ne? Paletten Backwaren und Paletten Bier. Wo kommt das Bier weg? Verbindung. Getreidehof? Ne, das ist jetzt nicht unser Ding. Ah, hier fahren noch LKWs. Jetzt müsste man gucken, dass ein Zug von hier aus da rumfährt. Warte mal, der fährt wohin? Der fährt hier hin, ne? Ach so, die fahren auch hier lang. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo kommt er denn her? Palettenstück gut. Fahrplan ist von Döbelnmühle Betriebshof, Radolfzell Süddeutscher Alter Getreidehof, Döbelnmühle, Döbeln Südostwald. Der fährt dahin. Fährt auch dahin. Okay, das ist zurück. Das bedeutet, wenn er dahin gelandet ist, ne? Können wir mal zumachen hier. Müssen wir mal nach einer Verbindung hier gucken, ne? Das
Straße, Zug, Güterzug, Zucker, Fahrplan, Radolfzelt, Norddeutsche Mühle, das sind wir schon hier, der, nee, Norddeutsche Mühle, ja, Fahrzeugliste, Paletten, geht also auch, bedeutet, Norddeutsche Mühle ist da, geht der Weg hin. Und der Zucker, wenn der hier gelandet ist, ne? Wartet denn hier Zucker? Auf jeden Fall. Hier warten auch schon Backwaren. Aber die sind bestimmt nicht für den neuen Laden. Obst, Eier, Zucker kommt auch hier hin. Und das Zucker kommt doch auch oben zur Bäckerei hin, ne, oder? Die brauchen ja den Zucker, ne? Ja, wenn das bis hierhin hinkommt, dann ist das ja alles kein Problem, dass es zum Marktplatz kommt, weil die Backwaren hier werden auch zum Marktplatz geliefert. Also die Kette ist eigentlich schon vorhanden. Irgendwann findet Semotrans schon den Weg, glaube ich. Also das brauchen wir gar nicht zum Marktplatz hier schippern, weil das schon funktionieren könnte. Jetzt haben wir den wieder zugemacht. Wollen wir natürlich eigentlich nicht, ne? So, Markt. Ach, guck mal, hier siehst du, ist auch schon angeschlossen. Nur diese Gastwirtschaft noch nicht. Die sitzt jetzt wo? Hadexen sitzt die. Die ist da. So, das ist unsere Bäckerei wahrscheinlich. Genauso ist es. Aber es ist schon eine andere Bäckerei angeschlossen. Und da ist noch eine Bäckerei angeschlossen. Das ist die Großbäckerei. Wahrscheinlich findet auch das den Weg dahin. Ich glaube, das machen wir alles gar nicht, weil die Gastwirtschaft kommt bestimmt noch von alleine. Wir können höchstens Zulieferer schauen. Aber ich bin jetzt gerade nicht so da optimistisch, das weiterzumachen, weil wo ich jetzt hier zum Beispiel so einen Bahnhof aufmache und hier sehe, wie viele Passagiere hier und so rumstehen, ne, da würde ich jetzt erstmal gucken, dass wir da was entlasten. Ich glaube, wir sollten mal gucken, dass wir Fahrpläne begutachten und Züge begutachten, die hier langfahren mit 312 Passagieren voll sind und dann vielleicht noch was ausbauen, ne? Das müssen wir mal eher machen. Wo fährt denn der jetzt lang? So, mal schneller machen. Der hat einen da nicht mitgenommen. Und sonst ist er die ganze Zeit voll. Da ist wieder voll. Da war er mal nicht vom Entladen wahrscheinlich, aber nur, ne? Er ist immer voll. Also dieser Zug ist definitiv entweder zu klein oder braucht noch einen zweiten dabei. Trauner ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Wo war das Depot hier auf der grünen Wiese, ne? Hier nicht, ne? Ne, hier war das. Für Passagiere nochmal erstmal hier, zack. Okay, sind sowieso da. Und dann für viele Passagiere, ne? 100. Da kann man auch sortieren, ne? Sortiert nach Kapazität. 45, dann muss ja hier die Menge sein. Oh ja, 190. X, X. Was ist das für einer? Nahverkehrszug Silberlinge. Nee. Gehört zu dem X noch einer zu? Der sieht eigentlich so aus, ist aber der Endwagen wahrscheinlich. Stadler Regio Shuttle. Soll da erst eine Lok haben? Ah, warte, hier haben wir auch noch so schicke Züge. Elektrotraktion und Kapazitäten 153. Aha, das wäre hier wohl wahrscheinlich der erste, ne? Auch guck mal, der ist schon gleich schon fertig. Und weil es so schön ist, machen wir dies doppelt so viel. Der kann jetzt kaputt. 900 Leute sind da drin. Wow. Jetzt müssen wir noch finden, rausfinden, wo der Zug da fährt, ne?
Der fährt auf Radolfzell Adenau. RZ. Redenburg. OPQR da, Rudolfzell Adenau. Gut, dann starten wir den auch. Schließen den und gucken zu, wie er dahin fährt. Erster Halt ist wahrscheinlich, oh, geht sogar. Lassen wir mal verfolgen. Lassen wir gerade schneller fahren. Ist nur die Frage. Altenau, Altenau. Ah, stehen einige, ne? Ja, Menge. Radolfzell, Radolfzell, Radolfzell. Das ist alles intern hier, oder was? Waldweckhafen, wow. Nee, das ist da hinten Döbeln. Hat er schon geladen? Oh, 114 nur. Weißt du was? Lass mal gerade schneller fahren. Interessiert mich ja jetzt auch. Guck, Rückweg ist auf jeden Fall voll. Hinweg jetzt nicht so wirklich, ne? Rückweg ist einmal voll. 32 hat er jetzt da. Vielleicht sollten wir den anderen dafür ausmustern, ne? Den hier ausmustern. Ja, machen wir mal so, damit der mehr hat. Und der ist ja dann dreimal so groß hier. Das passt dann schon, denke ich, oder? Machen wir gerade schneller. So, der eine ist verschwunden. Der hat jetzt 960, 129. Muss immer irgendwie so weit da unten drehen, ne? 916, 487, okay, jetzt werden die Nummern schon ein bisschen besser. Ich glaube, das passt schon. Oh, keiner mehr da. 916 wieder. 194, okay, da müssen immer andere Züge kommen, damit er voll wird. Ist halt so, ne? Was haben wir? Oh, nee, ich will da keine Straße bauen, auf gar keinen Fall. Wer ist die, ne? Was sonst? Adenau, Geflügelhof, Betriebshof. Wer fährt denn nach Adenau, Geflügelhof, Betriebshof? Der hier. Fahrzeugliste. Ein Bus. Ein kleiner Bus. Ich glaube, da liegt ein großes Problem bei dem kleinen Bus, ne? Das ist die Linie. Starten unsere Fahrzeuge bei Riedenburg, ne? So. Nur Passagiere sind gefragt und von Frachtkapazität. Ist das hier der größte? 145 Passagiere. Line City. Und die Linie heißt Adenau, nee. Geflügelhof Adenau Bahnhof. Geflügelhof. Das müsste also der sein. Shit. Auch kein Fahrplan, super. Ah, der hat auch keinen Fahrplan. Jetzt habe ich zu viele gekauft wahrscheinlich, aber ist jetzt auch egal, da ist so viel los. Ist überfüllt, sagt er. Das ist erledigt. Das ist auch erledigt, oder? Und die stehen wo? Wo ist jetzt? Also, wir sind beim Depot. Die stehen ja jetzt hier alle, ne? 1100. 10 Fahrten mit diesem Bus und dann ist das erledigt. Radolfzell Linienstraße in andere Richtung. Oh, Bus,
Post ist auch reichlich. Oh oh. Hört nicht auf, das Spiel, ne? Naja, aber wir sind einen ganzen Schritt weiter, denke ich mal. Wir müssen uns in der nächsten Folge weiter um diesen Bahnhof vielleicht kümmern oder auch um andere. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.